Ja, servus Clubfamilie da draußen. Ich will hier mal ein kurzes Lebenszeichen vom rot-schwarzen Quartett senden. Es ist nicht das gewohnte Format und ich glaube, es ist auch eher ein rot-schwarzes Solo. Nichtsdestotrotz, wir arbeiten im Hintergrund an einer Lösung, an einer Alternative, dass wir vielleicht euch doch noch mit der einen oder anderen Sendung ja, beglücken können. Aber ich denke, ihr habt alle dafür Verständnis, dass in der aktuellen Situation jetzt dieser gewohnte Ablauf, wie ihr ihn kanntet, also nach einem Heimspielen mit vier Menschen und zwei Gästen, ne, dass es jetzt halt eben nicht so funktioniert. Wie gesagt, wir arbeiten im Hintergrund dran. Gibt es aber, glaube ich, auch Wichtigeres. Wir machen das Beste draus. Ich hoffe, ihr macht auch das Beste draus. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass der ein oder andere Sorgen hat. Sorgen, weil im Familien- oder Bekanntenkreis eventuell jemand erkrankt ist oder vielleicht zur Risikogruppe gehört. Sorgen, weil natürlich auch die Jobs durch Kurzarbeit oder durch die Ausfälle einfach gefährdet sind. Oder sei es nur, dass man sich Sorgen macht, dass einem daheim die Decke auf den Kopf fällt, man vereinsamt, die sozialen Kontakte, die fehlen, das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass die Maßnahmen derzeit wichtig sind. Ich bin zwar selbst auch ein eher kritischer Mensch, der viele Dinge hinterfragt, die einem von der Presse, von Politikern oder von anderen einfach vorgesetzt werden. Ich mache mir selbst ein Bild oder versuche es mir eben so gut es geht. Das kann ich auch eben hier immer nur raten. Das kennen wir auch vom Fußball nur zugute. In dem Fall ist es aber tatsächlich auch so, und das haben wir auch immer von unseren Freunden direkt aus Brescia gehört. Nein, es ist eben nicht übertrieben, was erzählt wird. Es ist jetzt keine Maßnahme, um uns irgendwie einzuschränken und zu ärgern, um irgendwas zu ertesten. Es ist wirklich eine Scheißseuche, die da gerade rumgrassiert. Und ja, die Möglichkeiten sind wenige. Und diese soziale Distanz, die wir wahren müssen, die ja, abgesagten Spiele, dann die womöglichen Geisterspiele, es ist leider so. Und hey, besser, dass wir es jetzt vielleicht so in den Griff kriegen, als dass es dann eben doch eskaliert. Von daher, nochmal, nutzt die Zeit daheim, macht das Beste draus. Ich denke, es gibt so viele Möglichkeiten, die Zeit derzeit auch sinnvoll zu nutzen. Mal wieder den Kontakt vielleicht zur Familie intensivieren. Der kommt bei uns leider eh zu kurz, die wir immer in der Kurve und in der Bundesrepublik rumdüsen. Vielleicht mal wieder zu alten Freunden Kontakt aufnehmen, ein bisschen mehr diese Kontakte pflegen und natürlich auch mit ja, den schönen Dingen sich beschäftigen, ein bisschen Abwechslung suchen. Davon haben wir uns so viel geschaffen. Unser Kosmos, der bietet so viele schöne Abwechslungen. Sei es, dass man in Jabasta-Ausgaben mal wieder ja, drin wühlt und in den Erinnerungen schwelgt oder holt euch die Clubchroniken raus, es gibt so viele tolle Geschichten aus unserer Vergangenheit. Nicht zuletzt könnt ihr euch natürlich auch mit eurer Fansammlung beschäftigen. Sortiert die, macht Fotos, sucht da vielleicht das ein oder andere Accessoire, was euch noch fehlt. Also es gibt so viele tolle Sachen, wo uns dann auch wieder bewusst machen, wie geil dieser Verein ist, wie geil diese Kurve ist. Ja, und nicht zuletzt, ihr könnt auch daheim aktiv werden. Natürlich schreibt Texte für Flyer, macht irgendwelche Grafiken, bringt euch ein. Und ich glaube, dann werden in allen auch wieder die Erinnerungen wach, wie geil es ist, im Stadion zu stehen. Und ich hab's immer mal wieder gesagt, dass es eine Art Privileg ist, im Stadion stehen zu dürfen. Auch bei so Spielen wie unser letztes Spiel gegen Hannover 0-3, wie das sang- und klanglos untergegangen ist. Aber auch da sollte man sich doch in Erinnerung rufen, dass es ein Geschenk ist in der Kurve. Und ich glaube, das wird uns jetzt mal allen bewusst. Uns wird es allen entzogen, dieses Stadionerlebnis. Und vielleicht erinnern wir uns in Zukunft dran, wenn es mal wieder nicht so läuft, wenn wir aber wieder im Stadion sein dürfen, dass es trotzdem eben das Schönste auf der Welt ist. Und ja, das wäre mir persönlich ein Wunsch und Anliegen, dass man das einfach ein bisschen mehr wieder wertschätzen, auch wenn es irgendwo Alltag geworden ist, auch wenn es eben sich jede Woche wiederholt, es ist trotzdem was Besonderes. Und dessen sollten wir uns bewusst werden. Ja, und diese Erinnerung oder auch dieses Vermächtnis, was wir da ja geschaffen haben in den letzten Jahren, die helfen uns jetzt mit Sicherheit ein bisschen durch diese dunkle Zeit. Wir als Clubfans wissen ja eh, oder sind dunkle, schwere Zeiten gewohnt und wissen, dass
die auch immer ein Ende haben werden und dann ist, dass es dann umso schöner ist, wenn man wieder zurück sein darf. Und genau, das ist ja auch der Moment, wo wir jetzt halt als Clubfamilie schon drauf warten, wenn dann wieder die Stadien geöffnet werden. Ich gehe mal ehrlicherweise davon aus, dass es nicht so schnell sein wird, beziehungsweise dann natürlich erst Geisterspiele veranstaltet werden. Aber bis es dahin ist, vergeht eben noch eine Zeit. Und wir müssen trotzdem schauen, auch wenn unser Verein auch gut aufgestellt ist, das nehme ich ihm auch ab, weil er hat die letzten Jahre mit Sicherheit aus seinen Fehlern gelernt, gut gewirtschaftet, gut gearbeitet. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir zu den Ersten sind, die jetzt dann Insolvenz anmelden werden. Ihr habt ja auch gelesen, dass einige Vereine da schon betroffen oder bedroht sind. Nichtsdestotrotz entgehen natürlich auch unserem Verein Einnahmen. Und wir sind da jetzt gefordert als Clubfamilie, ganz klar. Wir sind gefordert, dass wir da den Verein bestmöglich unterstützen, weil so oder so ist es auch für ihn eine schwere Zeit. Und wir müssen vielleicht sogar schauen, dass wir da uns den kleinen, dass, oder dass wir vielleicht sogar noch einen kleinen Vorsprung uns da herausarbeiten können aus dieser Krise. Denn wir als Clubfamilie sind stärker als die meisten anderen Fanszenen, Fankurven da draußen. Und wir können hier mit Sicherheit mehr dem Verein unter die Arme greifen. Und dann sollten wir das auch tun. Dann sollten wir das tun. Ihr habt es mitbekommen, es gibt dieses Initiative, Bekenntnis, die Clubfamilie geistert eh schon durch die Social Media Plattformen. Da sind schon einige Punkte genannt, wie jeder tätig werden kann, warum jeder tätig werden sollte. Und ich denke, es ist eine gute Sache, sei es, dass man jetzt einfach kein Geld zurückverlangt von Spielen, von Dauerkarten, die man jetzt vielleicht nicht nutzen kann, weil Geisterspiele drohen. Sei es, dass man jetzt aktuell ist ein Umbro-Sale, geht jetzt da mal in den Fanshop, gibt so viele geile Sachen, die man ruhig anziehen darf, unterstützt da ein bisschen den Verein. Oder vielleicht sagt sich jetzt auch der ein oder andere genau in dem Moment, hey, jetzt ist die Zeit, wo ich Clubmitglied werden will. Das wäre ein starkes Signal. Und so kann man einfach dieses Bekenntnis Clubfamilie unterstützen. Tragt es weiter raus, macht es publik, macht darauf aufmerksam, sprecht eure Freunde, Bekannten an. Clubfamilie ist so ein Motto, was uns auch durch die Zeit durchbringen, durchführen soll. Macht es publik weiter, verbreitet es, sagt jedem. Die Clubfamilie hält jetzt halt eben erst recht zusammen und zieht an einem Strang. Weil letztendlich ist der Club immer noch ein wichtiger Teil in unserem Leben. Auch wenn wir jetzt natürlich alle auf dem Boden der Tatsachen ein bisschen zurückgekehrt sind. Aber was wäre das Leben, auch dieses Leben eben ohne unseren Club? Deswegen schauen wir, dass wir uns den so gut es geht eben bewahren und behalten. Nichtsdestotrotz will ich auch noch mal daran erinnern, an die ganzen anderen Aktionen, die wir leisten können. Jetzt eben mal abgesehen, unseren Verein zu unterstützen, gibt es ja so viele andere Menschen, die es jetzt gerade noch notwendiger haben. Der Club ist ja auch mit gutem Beispiel vorausgegangen, an diese Aktion der Einkaufshelfer ins Leben gerufen, ist auch tatkräftig unterstützt worden. Dann hatten wir diese Spendenaktion für Brescia. Ihr wisst, in Italien wütet es einfach noch mal um einiges schlimmer. Und da sind ja auch innerhalb von kürzester Zeit fast 16.000 Euro zustande gekommen. Das ist einfach ein irrsinniges Ergebnis. Wahnsinn, das macht, glaube ich, viele total sprachlos. Und 16.000 Euro, das sind zwei Beatmungsgeräte. Und zwei Beatmungsgeräte bedeuten dort zwei Leben. Und wie schön ist es, dass man mit so wenig eigentlich doch so was Großes leisten kann. Und das freut mich, dass sie wir da wieder alle an einem Strang gezogen haben und das bewerkstelligen konnten. Wenn wir gerade bei dem Thema sind, bleib gesund zu Hause und Dank an alle, die ja wirklich tagtäglich da noch mehr betroffen sind durch diese einzigartige Situation, als die nur zu Hause Distanz wahren müssen. Es gibt so viele Berufe, so viele Menschen, die da jetzt wirklich helfen, gefordert sind.
Ich möchte sie gar nicht alle aufzählen, weil ich vergesse dann hundertprozentig jemanden. Deswegen wirklich an alle, die sich da angesprochen fühlen, ein riesen Danke an euch. Und ich hoffe, dass es eben nicht nur bei dem Danke bleibt, sondern die Politiker oder wer auch immer dafür dann verantwortlich ist, das Ganze dann auch in Zahlen mal ausdrücken. Denn Dank ist schön und gut, Dank macht auch so eine Arbeit leichter. Aber von Dank ernährt man halt immer noch keine Familien. Und ich hoffe, dass es eben dann auch in dieser Beziehung einen, ja, zu einem richtigen Ergebnis kommt am Ende. Nochmal, Leute, macht euch nicht verrückt. Es ist alles kein Weltuntergang. Und wenn es ein Weltuntergang ist, dann wird die Clubfamilie diesen Weltuntergang überleben. Von daher, bleibt gesund. Wir sehen uns früher oder später mal wieder in den Stadien. Ciao, ciao.